Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video in Exapunks. Diesmal sind wir quasi in Kapitel 2 des Spiels schon angekommen, in der letzten Folge schon. Da haben wir ja dieses Hacking-Duell, dieses unfassbar spannende Hacking-Duell gemacht. Und jetzt geht's halt darum, wir haben hier eine Handheld-Gaming-Konsole bekommen. Direkt mal New Solution, die ich natürlich super verbessern werde. Und wir müssen jetzt irgendwie Zugriff auf dieses Ding kriegen. Und zwar, ja, müssen wir jetzt hier eine dreistellige, einen dreistelligen Code eingeben. Und, ja, das wird so ein bisschen auf Brute Forcing hinauslaufen, glaube ich. Es sind halt alle möglichen Zahlen hier drin. Ne, sieht man hier, 666. Oh. Wunderbar. Genau, also Unknown 3-Digital Code. Müssen wir noch Pass eingeben. Ne, hier. Unlock the link between debug and secret. Dann können wir nämlich da rein. Finde den Code. Und dann müssen wir eine Datei erstellen, die den Code enthält. Plus die ID von dem Teil. Also da drin wird auch eine Datei liegen, garantiert. Und da ich nicht mehr ganz genau weiß, wie das war, probiere ich das jetzt hier an dem Beispiel einfach mal aus. Machen wir jetzt hier mal Link 800. Wir kennen ja den Passcode. So, dann haben wir nämlich Copy 4. Copy 7. Und Copy 3 nach Pass. Und dann könnten wir sagen, Link 800 sehr wahrscheinlich. Copy, copy, copy. So. Und jetzt haben wir nämlich hier in Datei 199 steht die ID drin, die wir haben müssen. Also Walpurgisnacht. Okay, das sind dann hier irgendwelche Spiele. Oder ein Spiel, was dann darauf läuft. Mit Save States. Also so sehen tatsächlich Save Games auch aus. Es sind einfach Key-Value-Pairs, wo dann Sachen, ne, wie oft ist man gestorben, welche Items hat man und so weiter. Cordam, das Firmware-Gedönse wird es sein. So, aber wir können dann sagen, grab 199. Genau, und dann haben wir noch die Datei. Copy F zu T. Drop. Minus 1. Minus 1. Make. Copy. 4 nach F. Copy. 7. F. Ich mache jetzt erstmal nur Mockup, ne? Copy. 3F, Copy, TF. Dann müssen wir das Ding gelöst haben. Raus, raus, make, 473 und die ID. Damit wäre das für den Durchlauf grundsätzlich gelöst. Jetzt müssen wir das Ding generell machen. Weil in jedem Durchlauf ist das Passwort ein anderes. Sind Markzahlen eigentlich, geht es auch in Richtung Code? Ja. So, machen wir erstmal hier mit Kommentaren, ne? Hack. Code found, link, grab, copy, ne, zu T. Weil in X möchte ich eine Zahl hochzählen lassen, die dann quasi diesem PIN-Code entspricht. So, dann haben wir eigentlich alles grundsätzlich, was wir brauchen. So, wie kommen wir jetzt dahin? Und zwar werde ich da sehr wahrscheinlich den Swizzle-Operator wieder benutzen. Weil eine andere Lösung fällt mir halt nicht ein. Man könnte jetzt drei Exas halt auch irgendwie parallel nebeneinander schalten. Denke ich mal. Und die dann nacheinander in Pass reinhauen lassen. Und ja, der eine muss dann für 100 Operationen warten.
weil einer dann die 100er Stelle übernimmt. Weil den Random-Operator darf ich hier nicht benutzen, witzigerweise. Es gibt einen Random-Operator, der halt eine Random-Nummer dann ausspuckt. Aber ich werde jetzt Folgendes tun. Ich brauche, warte mal. Das Problem ist nämlich, wenn das Passwort nicht ist und ich versuche einen Link zu machen, dann schlägt das fehl und das Ding explodiert. Ich könnte aber, so, ich mache jetzt hier eine Schleife, Mark Hack. Dann haben wir X ist 0. Das heißt, ich kann sagen, Swizzle. So, wie war das? Wir wollen die einer Stelle haben. Ne, wir wollen erst die 100er Stelle haben. Das ist 3. Ne, wir wollen erstmal den Wert haben. X ist 0. Die 100er Stelle von 0 ist 0. Wir wollen das Ganze nach Pass reinknallen. Das Ganze machen wir dann auch für die 10er und die 1er Stelle. Das heißt, im ersten Durchlauf ist das Ding 000. Dann müssten wir das machen. Replicate Link. Und der dürfte jetzt fehlschlagen. Ich mache jetzt hier erstmal eine Schleife. Jump. Nee, wie war das? Ich konnte irgendwie auch sagen Test. Test, wie war das? Ich muss mal eben in die Dokumentation wieder gucken, weil das benutze ich so selten. Test MRD. This extra could read from another extra without pausing. Das müssen wir dann eventuell mit no-op dann. Irgendwie auspadden. So, auf jeden Fall, wenn wir hier den Dingens gemacht haben, den Replikator, dann haben wir auch den X-Wert, der dem Code hier entspricht. So, hier können wir aber nur noch sagen, fügen wir einfach 1 hinzu. Dann zählen wir nämlich rauf von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter bis 999 und spätestens da, selbst wenn wir bei x1000 ankommen, müsste der ja irgendwann mal irgendwas gefunden haben. Das heißt, ich werde jetzt hier keine richtige Abbruchbedingung machen, sondern ich warte einfach, bis der einen Lesezugriff kriegt von einem zweiten Exa und der zweite Exa muss halt nach dem Link Copy 0 nach M. Genau, M-Read heißt es dann. Wenn er nämlich nichts kriegt, macht er weiter. Und wenn er was kriegt, dann überspringt er das Ding und zerstört sich selber, weil dann sind wir durch. Und den Rest übernimmt dann der zweite Exa. Link successful. So, und der müsste dann in seinem X-Register dann auch den dreistelligen Code drinstehen haben. Datei greifen. Den Wert nach T kopieren, weil T ist ja frei. Ablegen, raus, raus. Datei erstellen. Dann machen wir nämlich hier dasselbe wie oben. Nämlich wir swizzeln den X-Wert, den wir haben. Und zwar nach F. Dann kommt die Hardware-ID, die wir hoffentlich haben. Und das sollte theoretisch reichen, um das jetzt mal abzukürzen, mache ich hier Copy 472 nach X, einfach damit wir ein bisschen sparsamer auch sind.
4, 7, 2. Das hat schon mal funktioniert. Wir kopieren. Der hat 4, 7, 2 Intus. Wir linken. Okay, Link funktioniert nicht, weil 472 existiert nicht. Der kriegt keinen Read. Wir springen zu Hack. Jetzt haben wir 473. Der Link ist offen. Wir replizieren. Er linkt, er addiert währenddessen. Und jetzt hoffe ich, ja, er kriegt den Read. Super. Er macht sich kaputt. Aber der hält jetzt still und weil der nicht gelesen. Oh, da gab es doch auch irgendwie einen Befehl, dass man hier sagen kann: Void M. Dann haben wir das. So, 472 schlägt fehl. 473 funktioniert. Replizieren, rein. Der schickt jetzt hier unten. Ich zeige ihm auf dem Bildschirm, ihr seht das alles nicht. Der Test ist erfolgreich. Void M, damit er hier schickt. Genau, jetzt macht der Reiter, der zerstört sich. Piff. So, die Datei wird gelesen. Jetzt haben wir 473 plus das Ding doch. Ich glaube, das hat funktioniert. Drop, raus, raus, Datei erstellen. 473. ID. Und fertig. Super. Das können wir dann jetzt wohl laufen lassen. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich meine, wie könnte ich jetzt die Cycles noch runterbringen? Ich könnte jetzt natürlich analysieren, was ist der niedrigste Code, den wir in den 100 Examples haben. 473, 221, 173, 002. Ja, danke schön. Gut, können wir also da nicht optimieren. Man könnte jetzt auch irgendwelche empirischen Sachen versuchen, dass man irgendwie mehrere Sachen überspringt. Also add 2 oder add 3 oder irgendwie sowas. Vielleicht. Und dann irgendwie mit Rap und dann hoffen, dass man das irgendwie trifft. Aber gut, ich bin... Es ist kleiner... 28, 24. Ich habe weniger Cycles gebraucht, definitiv. Aber mehr Activity, okay. Ja gut, wahrscheinlich, weil ich einen benutzt habe, um immer wieder zu prüfen. Was habe ich denn damals gemacht? So, minus 1 nach X, warum auch immer. Okay, weil ich hier im Anfang des Loops 1 addiere, damit ich hier wieder auf 0 komme. Okay, da habe ich mir eine Zeile gespart, weil ich mit dem Swizzle direkt nach Pass ausgegeben habe. Okay. Gut, das ist im Endeffekt auch genauso viel Code, weil das macht hier, das ist dieser Rep-Makro-Code. Der fängt halt hier, der sagt halt Swiss X, dann fängt er an mit 3. In der nächsten Iteration macht er dann 3 minus 1, also 2, und in der nächsten macht er dann 1 und er macht das halt dreimal. Also steht hier auch Swiss X. 3, Swiss X 2, Swiss X 1. Das, was wir im Endeffekt von Hand geschrieben haben. Dann machen wir nämlich eine Kopie Link-Test. Link 800. Da habe ich zwei No-Ops drin. Dann teste ich, ob gelesen werden kann. Und dann schicke ich den rein. Ach, der holt sich die. Okay, der holt sich dann die Datei. Schickt. Den Wert rüber. Okay, also den Copy muss ich auf jeden Fall machen. Und dann lässt er sich den Wert von hier drin rausschicken und dann geht er zurück. Macht dann die drei Swizzles, copiert die bla und dann hold. Okay. Habe ich verstanden tatsächlich. Ja, interessant. So, Meeting with Ember. Ratchet Homebrew. Ich glaube, diese Mission werde ich nicht machen, weil das ist ein Spielkasten. Ein Spielplatz, ein Sandkasten, Spielkasten, um ja so ein bisschen selber vor sich hinzuhacken und einfach mal ein Spiel zu machen. Da gibt es halt auch Dokumentation zu,
wie dieses Ding funktioniert, aber ganz ehrlich, ne, da kannst du ja sagen, hier Frame-Synchronization, Pixel-Offsets und Sprites und bla bla bla. Man kann halt hier schon relativ viel machen. Ich muss mich da mal mit reinwursten. Eine Kollision kann man machen, man kann halt Musik da dann programmieren, du kannst ein Input-System machen. Eigentlich ganz witzig, aber irgendwie, ich muss mich da mal selber reinfuchsen, aber das ist halt auch nichts irgendwie für ein Video vernünftig. Zumindest halt, wie gesagt, nicht bevor ich mich da selber reingefuchst habe. Zwischensequenz und dann haben wir hier eine Bibliothek, dass wir hier Bücher kopieren müssen, aber das mache ich dann tatsächlich im nächsten Video, denn ihr seht, ich bin jetzt nicht wirklich weiter, ich muss auch mal wieder ein bisschen selber spielen. Und, ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, ciao. Thank you.